So, warte kurz. Dann gebe ich dir tatsächlich auch mal ein. Yay! Oh, der wäre es gewesen. So, welcher Winkel? Der hier? Genau der, Oder sodass nach sie schön oben? die Furt abgedeckt wird. Gut. Dann auch genau 30 Meter bis zum Beginn der Furt. 30 Meter hast du? Genau. Dann nimm diese Schablone. Hehehehe. Gut, dann sind meine Symbionten dran. Ich gucke gerade, wie schnell die sich bewegen können. Die haben eine Gewandtheit von 6 und einen Gewandtheitsbonus von 12. Also können die sich 24, 36 ohne Probleme. Also ausgewachsene Jeans-Stealer haben sogar, glaube ich, diese außergewöhnliche Geschwindigkeit und bewegen sich doppelt so schnell. Aber bei Symbionten bin ich mir nicht sicher. Ja, die werden auf alle Fälle noch eine ganze Menge laufen. Warte mal, 36, dann können die sogar nochmal 36 machen, weil sie nicht ankommen und nur Fernkämpfer, nur Nahkämpfer sind. Da machen sie sogar nochmal 36. Haben ja sonst nichts zu tun. Mist, dann laufen sie auch gerade rein in die Feuerbereitschaft, weil sie es ja nicht wissen, wenn die drei auf alle Fälle hinlaufen. Ich muss gerade mal die am Wasserfall ziehen. Ersten 36. 1, 2 und die zweiten 36. Und dann habe ich hier unten noch welche. Die werden hier unten laufen. 36, 1, 2, nochmal 36. Alles klar. Dann wird jetzt deine Feuerbereitschaft losgehen, weil sie in den Winkel reingelaufen sind. Genau, das heißt, die müssen jetzt den erschwerten Ausweichtest machen. Ja, 46, das dürfte gelungen sein. Was heißt erschwert? Jetzt im Moment, das ist glaube ich um so viel erschwert wegen dem Cleansing Purify. Also eine einfache Gewandtheitsprobe Nino, hätten also die sie. haben eine 20er Erschwernis. Dann haben sie es nicht mehr geschafft. Dann kriege ich plus 1d5 auf die Treffer. Ja, sie sind als Horde. Du machst Flammenwerferschaden an der Horde. Dann machst du ein Viertel ihrer Reichweite plus ein W5. Wie ein Viertel ihrer Reichweite. Eine Flammenwaffe Flammenwaffe. richtet so viele Treffer bei einer Horde an, die ein Viertel ihrer Reichweite Achso. aufgerundet plus ein W5 ist. Ein Flammenwerfer mit einer Heißt Reichweite von 8 10 plus. verursacht beispielsweise ein W5 plus 3. Du hast jetzt eine Reichweite von 30. Genau, das sind dann. 7,5. Heißt 8 plus. 8 plus 5. Eine Horde kann nicht in Brand gesteckt werden und erleidet daher auch nicht länger anderen Auswirkungen von Feuer. Ist das 1d5 automatisch von Haus aus? Dann kriege ich nämlich sogar 2d5 in meinem Fall. 1W5 für die Flammenwaffe. Genau, und wegen meinem Cleansing Purify kriege ich 1d5 zusätzliche Treffer. Gut, dann ist das so. Dann sind es 2W5 plus 8. Das sind sowieso nur drei Symbionten. Die werden da also jetzt trotz ihren blitzschnellen Reflexen zerkocht. Und während sie auf euch zustürmen, versuchen sie noch dem Flammenstrahl dann auszuweichen und zerfließen trotzdem zu Schlacke und stinkender Flüssigkeit. Gut, dann ist das deine Feuerbereitschaft gewesen. Bruder Gabriel, du bist unten gelandet und du siehst, wie jetzt eine Horde Symbionten auf dich zustürmt. Gabriel seufzt einmal. Er läuft nicht mehr ganz nach Plan und zieht seinen Bolter, nimmt einen Augenblick inne, um zu zielen und schießt dann auf den vordersten Symbionten. Einzelschuss. Einzelschuss. Du willst auch zielen, dann würdest du ja wieder mehr bekommen, oder nicht? Ja, ich halbe Aktion zielen. Dann bekomme ich plus 10, da ich einen Beutel habe, der darauf ausgelegt ist, besser zu sein ist, wenn man zielt, bekomme ich nochmal eine plus 10. Und je nachdem, Acht. pro Erfolgsgrad, Das sind viele. bekomme ich dann nochmal 2 1W10 hinzu Schaden, aber maximal 2W10. 5W10 plus 5 Schaden. Davon ist aber einer reißend. Also wird wieder abgezogen. Ist eine 10 dabei? Ja, ist aber eine 1 dabei. Die 1 ziehen wir raus. Die 10 explodiert, wenn aktuell 39.
Sind das so viele bei dir? Achso, weil du so viele Erfolgsgrade hast. Genau, und das ist ja noch gegen eine Person. Ich kann durch das... Da kommen nochmal 8 Punkte drauf. Das heißt... 47. Wir sind bei 47. Ja. Die ist 5. Die ist 5, ja. Der Kopf explodiert. Du siehst, wie die Arme teilweise eben mitgerissen werden, weil das Boltgeschoss die Schulterstücke mitreißt. Und der kopflose Symbiont dann noch 2-3 Schritte weiter auf seinen verkommenen Füßen läuft, bis er dann zusammenbricht und tot ist. Okay, nächste Kampfrunde, Tora. Ich würde tatsächlich verzögern. Gut, du verzögerst, Bruder Wilhelm. Ich schieße da weiter rein. Fröhlich und glücklich. Doch, hier ist eine ganze Menge. Die hier sind jetzt auch gleich bei Gabriel. Und würden ihn dann zerhacken. 10, warte mal, ich krieg plus 20. Ich muss mal eben selber einen Moment rechnen. Ich krieg plus 20, da habe ich insgesamt 94, weil diese Runde habe ich mich ja safe nicht bewegt. Also habe ich 7 Erfolgsgrade. Ja, es sind schon mal 7. Ich kann auch noch eben Damage machen. Genau, du musst ja nur über die Rüstung von 6 drüber kommen, das kommst du. Ja, okay, das passiert auf jeden Fall. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sind zwar nur 6 Symbionten, die da gerade angreifen, aber du hältst mit deinem schweren Beutel rein. Und Blut spritzt, fließt in den Bach und färbt ihn rot-grün. Ausgezeichnet. Dann nach Wilhelm ist Bruder Octavius dran. Glaube, ich nehme die ganz im Süden, sonst sind das zu wenig. Mit deinem Sturmbeutel meinst du, damit du die drei nicht dann nimmst? Das wollte ich auch gerade sagen. Lass mir die im Süden, sonst sind das zu wenig. Ja, also die da, ne? Mhm, Reichweite 80. Ja, ist kein Problem. Ich weiß. Bin mir ziemlich sicher, da kommen noch welche Leute. Reitet euch nicht. Das sind tatsächlich nur 6 Treffer. Ja, dann machst du wieder deine Schadenspunkte. Wenn du über 6 kommst, sind 6 weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reicht doch, sind alle. 12 DS. Reicht, sind weg. 3 leben noch. Nach Octavius kommt Ifrit. Machst du wieder deine Bereitschaft? Tatsächlich, ja, mach mal wieder die Bereitschaft. Macht ja aktuell keinen Sinn, dass du irgendwas anderes machst. Sollen die halt reinlaufen. Oh. Ja. Also, es sei denn, du willst dich bewegen und auf die zu. Kannst du auch machen. Bringt mir nicht viel, ich komme nicht nah genug ran. So, die ersten 36 und dann kann ich halt immer noch nichts machen, weil meine Reichweite... Ich habe halt keinen Fernkampf, das hat Octavius leider schmerzlich gut gesehen. Und wenn sie dann die nächsten 36 auf euch zulaufen, um Tordal zu exekutieren, dann laufen sie in den Feuer, in die Bereitschaft von Ifrit rein und werden wahrscheinlich jetzt wieder vom Devastator zerkocht. Wenn sie nicht gewandt genug sind. Ja, genau, da muss ich jetzt wieder würfeln. 80. Ja, an der Stelle verklingt das erste sterbende Geschrei der Symbionten. Und ihr habt nach wenigen Sekunden die ersten 30 Symbionten getötet. Wir haben uns nur angetestet. Die wirkliche Gefahr lauert hier noch. Ich denke nicht, dass sie uns weiterhin sich so auf einem Silbertablett präsentieren werden. Das heißt, ab jetzt locken wir sie in den Tod. Bruder Wilhelm, konntest du sehen, ob sie vom Wasserfall kamen, die südliche Horde? Naja, aus der Richtung, den Wasserfall selbst habe ich leider nicht im Blick gehabt, aber ich vermute, es ist entweder da oder direkt aus dem Wasser. Dann ist dort weder ein Nest oder sie versuchen uns dorthin zu locken. Ich schlage vor, wir sollten als allererstes sicher gehen, dass das Dorf jetzt geleert ist. Naja, danach können wir zum Wasserfall gehen. Ja, richtig, Bruder Ifrit. Tauche ist ein heiliges Feuer. Sehr wohl. Halte uns den Rücken frei, Bruder Wilhelm. Ich würde dann einfach mal hier hochgehen für den Anfang und dann das erste Haus in heiliges Feuer tauchen. Dann gehe ich auch mal ein bisschen nach oben, um ihm Feuerschutz zu geben.
Gut, das heißt, du läufst an der Feuerwand oben entlang, sodass du ihn weiter im Blick behältst. Und ja, das erste Haus, was ihr erkennen könnt, liegt relativ verlassen da. Ist natürlich eine sehr urzeitweltliche provisorischer Bau. Und hier gibt es zum Glück genug Holz. Die liegen nicht oben auf den Bergen, so wie Heilstand mit den Steinen, sondern unten im Tal. Hier hat man das Holz. Das sieht aus wie so eine Anglerhütte. Es interessiert dich aber auch nicht, ob da irgendjemand drin sitzt. Du zückst deinen schweren Flammenwerfer, hältst in Richtung der Tür und drückst ab. Du siehst, wie das Promethium ins Innere des Häuses strömt. Der Druck sprengt die Tür auf. Du siehst, wie die Flammen lecken. Promethium überzieht das Innere, was ziemlich zerlumpt mittlerweile aussieht, mit heiligem Feuer. Und die Hütte fängt an zu brennen. Ich versuche, was zu hören, ob da drinnen irgendwie Geschrei ist von den flammenverzerrten Viecher oder sowas. Ja, das ist natürlich schwierig. Du kannst aber dein Lümannsches Ohr dann eben versuchen, darauf abzustimmen und das Knacken der Flammen wegzufiltern. Das ist dir ja natürlich gegeben mit euren Organen. Aber du hörst zumindest nicht diese Schreien von diesen Symbionten, nein. Das ist ja sehr durchdringend, sehr, sehr speziell, und das würdest du auf auch filtern können. Aber nein, an dieser Stelle keine Symbionten. Okay. Was sagen denn meine generellen Riechorgane? Ich habe den Helm noch gar nicht auf. Von daher versuche ich mich halt auf meine Spacewolf-Sinnesorgane komplett zu verlassen, um überhaupt mal was zu vernehmen. Ja, dann gib mir doch mal einen Wurf auf Aufmerksamkeit. Dafür ist es doch da. Wahrnehmung. Oh ja, das sieht gut aus. Das sind Minimum 4. Mhm. Ja, das sind genau 4. Also, du bist der Meinung, dass den Dorfkern in der Mitte, den habt ihr wohl schon gesäubert. Es kann sein, dass da noch irgendwelche Symbionten am Zelt sitzen, aber dadurch, dass die alle miteinander verbunden sind, gehst du nicht davon aus. Die werden allesamt aus den Zelten geströmt sein und zumindest in diesem Pulk hast du da alle rausgeholt. Da gab es natürlich auch viel Blut. Wo es noch viel Blut gab, ist hinter der hölzernen Palisade, die ihr einfach beiseite getreten habt, euch da so ein kleines Loch reingedrückt habt und dann dran vorbeimarschiert seid. Aber du kannst dich nochmal umdrehen und während dann die Hütte des Anglers verabfackelt, kannst du nicht nur das Blut sehen und dich dort abknien, menschliches Blut, sondern du siehst auch einen Eingang in den Stein hinein. Das scheint wohl eine kleine Höhle gewesen zu sein, die dann verbarrikadiert worden ist. Und als ob dort massivst gekämpft wurde, und auch im Inneren der Höhle findest du Blut. Wo ist dieser Eingang? Irgendwo unter dem Stein. Du kannst es nicht erkennen, aber wenn dir Tordal das Bild davon zeigt, dann sieht er tatsächlich hier an dieser Stelle den Eingang zur Höhle. Direkt über euch, unter euch. Sieht das aus, als wäre das erst kürzlich verbarrikadiert oder schon monatelang? Monatelang. Jahrelang. Brüder, ich schlage vor, wir reinigen die Höhle, anschließend sämtliche anderen Gebäude auf der Oberfläche und schauen uns dann diese Wasserfälle an. Korrekt. Dann sollten wir als erstes jetzt schauen, dass nichts aus der Höhle herauskommt. Im Zweifel könnten wir eine Sprengfalle am Fuße des Berges haben. Sollte dort was herauskommen wollen. Bruder Wilhelm, könntest du die... Wie hieß ihr Titel nochmal? Seralan? Sensor. Bruder Wilhelm, könntest du die Sensor einmal fragen, ob es möglich wäre, ein Fass Promethium zu organisieren? Bei so viel Reinigen fürchte ich, dass meine mitgebrachten Vorräte sich neigen werden. Natürlich. Hast du keinen großen Tank auf dem Rücken? Ja, schon, aber hast du mal gesehen, was hier alles abgefackelt werden muss? Ich glaube, du hast 75 Schuss oder sowas und hast jetzt dreimal geballert. Der Mann ist geizig. Gute Sensor. Ist es möglich, für meinen Bruder zusätzliches Promethium zu finden?
Selbstverständlich. Wir werden im Norden von hier den Wachmeister der Quarantänewachen finden. Sein Name ist Heydal. Er wird das Prometheum verwalten und uns sicherlich eine ganze Menge zur Verfügung stellen können, ja. Brüder, gehe ich recht in der Annahme, dass ihr euch zuerst um die Höhle kümmern wollt, die jetzt verbarrikadiert ist? Bevor sie uns im Rücken liegt, würde ich mich jetzt darum kümmern. Also, das macht durchaus Sinn. Also ich würde das tatsächlich ganz zum Schluss machen, weil wenn das eine größere Höhle ist und da irgendwelche Gegner sind und wir noch nicht dabei sind, dann müsst ihr euch alleine mit denen auseinandersetzen. Und wenn wir zuerst das Dorf säubern, könnten wir danach hier von der Klippe runter, Wilhelm und ich, und dann werden wir wieder als Team vereint. Versprochen, wie ein taktischer Marine. Sehr ein guter Einwand. Octavius, Ansicht schlüssig. Naja, dann setzt den Rest der Hütten in Brand und danach besorgen wir euch neues Prometheum. Korrekt. Dann lasst uns erst das Dorf erledigen. Gut, dann fahre ich mit der Reinigung fort. Also du schaust auch gar nicht weiter in die Hütten rein, sondern du drückst einfach ab und... Genau, ich gehe vorsichtig über die Brücke rüber und dann geht erstmal hier die Hütte in Flammen auf. Also ich bleib da die ganze Zeit auf Alarmbereitschaft und guck, ob irgendwelche Horden ankommen, ne? Ja, du richtest einen schweren Flammenwerfer auf das nächste Gebäude, drückst ab, siehst wieder, wie die Tür aufspringt, die Fenster explodieren und hörst Schreien von Menschen. Du siehst, wie grob 2 Sekunden, 3 Sekunden später drei menschliche Fackeln heraustaumeln, ein alter Mann, eine Frau und ein Kind, was nach draußen stürmen. Jeweils als brennende Fackel, siehst wie das Fleisch teilweise ihnen vom Gesicht herunterfällt, die Haare brennen stinkend und alle drei stürmen dann, nachdem sie dann so unrühmlich den Tod finden könnten, direkt über die Brücke hinein ins Wasser und versuchen sich zu löschen. Siehst aber auch, wie das Prometheum schwer noch an ihr haftet. Jetzt sich so eine ekelhafte Mischung aus geschmolzenem Fleisch, verbrannter Haut, der Prometheum und dann dem Wasser abgibt. An der Oberfläche fängt das Prometheum immer wieder von alleine an zu brennen und sie dann ganz jämmerlich sterben. Würde einen schnellen Feuerstoß abgeben, sobald die aus dem Gebäude laufen. Ganz egal, was da rauskommt, ich halte da drauf. Ja, alles klar. Ich hätte alles, was nicht getroffen wird, mit von mir in die Decke. Ja, du hast natürlich noch eine kleine Entfernung, könntest du mit dem Jetpack rüberfliegen. Willst du noch gerade dein Sprungmodul zünden, da hörst du dann den erlösenden Boltersturm von oben von Bruder Wilhelm, bevor du dann eben in das Feuer vom schweren Bolter hinein fliegst und siehst dann, wie die drei Auraner dann Körper und Gliedmaßen zerfallen, die Schreie hören auf und dann treiben ihre Körper ab. Ich schaue einmal auf die drei Körper, lege eine Hand auf die Brust. Mögen die Flammen eure befleckten Leibe reinigen. Möge der Imperator euch vergeben. Ja, ich funke Bruder Ifrit auch an und sage, gräme dich nicht, Bruder. Sie waren so und so schon verdorben. Ich gräme mich höchstens dafür, dass wir erst jetzt hier sind. Ja, Bruder, dein Werk hat noch nicht sein Ende gefunden. Erlöse auch den Rest von ihnen. Ich trete hier einfach schön die Palisade ein. Das ist wohl so ein Agrax-Stall. Zumindest kannst du die Skelette von den toten Agrax noch erkennen. Vier große, gewaltige Ställe, die du erkennen kannst. Die Agrax sind aber alle tot und abgeschlachtet. Sodass du dann den Holzzaun einfach wegtreten könntest, der sie dann mal gefangen gehalten hätte. Ein Objekt nach dem anderen dann auch den Flammen übergeben. Ja, dann kannst du weiteres Kreischen vernehmen und ihr seht, wie aus dem Wald Obstbäume, wie gesagt, verschiedene Symbionten aus den Baumkronen heraus auftauchen, sich fallen lassen auf ihre Gliedmaßen und dann antrippeln und auf euch zustürmen. Wir gehen in die nächste Initiative.
Beziehungsweise ihr könnt eure behalten, ich behalte meine auch, das ist okay. Und dann nehme ich einmal die Ini-Leiste dahin, die Token-Leiste dahin. Und wir fangen wieder oben an bei Toral. Der Feind kommt. Es sind viele. So, ich würde erstmal verzögern. Ich habe keine Lust, in einen Feuerstoß hineinzulaufen. Also warte ich erstmal, bis der Flammenwerfer seine Aktion getätigt hat. Ja, vor allem weißt du auch, dass der halt in unserer nahen Nahkampfreichweite kommt. Ja, der weiß auch, dass er schwere Bolter von oben eben auch ohne Probleme schießen kann. Es gibt zwar viel Sichtlinienschutz, aber so ein Baum hilft natürlich nicht gegen schweren Bolter. Ja, deswegen, ich warte nochmal, ob ich das fertigen kann. Mach mich halt bereit zum... Okay, jetzt nur eine kurze Frage. Ich habe bei Range bei mir 150 stehen, aber gerade sagte jemand, ich kann 300 Meter schießen. Was ist denn jetzt richtig? Also bei dem System wird immer Range angegeben und die Mali beginnen bei plus 50% Range. Also es ist auf jeden Fall so, wenn du 150 Range hast, kannst du bis zu dem Doppelten ohne Malus schießen. Und maximal und, unter die Hälfte oder? Genau. Und wenn du unter 75 kommst, dann kriegst du sogar schon einen Bonus, dann ist es kurz. Achso. Ja, und das Maximum, was du mit dem schweren Bolter schießen kannst, sind 600 Meter. Aber das ist dann halt extreme Reichweite, glaube ich. Okay, perfekt. Ja, ich schieße in die Reihen. Mhm. Wissen um heiliges Feuer. Wie viele Meter sind das zu dir, wenn du da oben sitzt? Nee, du bist 100, hier hinten, ne? 210, ja, genau. 210, 230. Das sind 7 Erfolge. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sollten die Deckung haben, kann ich die halbieren. Ja, es ist eher ein Sichtschutz, es ist keine richtige Deckung, weil die Bäume wirst du fällen. Also wenn dann Bolt-Munition durch einen Baum durchspritzt, dann geht der Baumstamm kaputt. Das habe ich befürchtet. So, nach Wilhelm ist Octavius. Also ich müsste die Handlung zurückhalten und warten, bis die ein bisschen näher kommen, so 20, 30 Schritte. Gut, dann machen wir mit Ifrit weiter. Du kannst wieder deine Alarmbereitschaft machen, wenn du magst. Tatsächlich. Oder laufen. Ja, wobei, ich hab ja schon hier eine schöne Seite mit dem. Ja, wir machen hier einfach... In welche Richtung? So wie er jetzt ist oder wie hättest du es gerne? Tatsächlich einfach geradeaus, ja. Ja, einfach okay. Geradeaus. Symbioten stören sich auch nicht an dem Zaun. Genau, und mir ging es eigentlich nur darum, erstmal zu schauen, dass ich eine Flanke gedeckt habe. Aber habe ich ja hier unten schon mit einem Feuerchen. Gut. Dann sind die Symbionten dran und die werden ja auf euch zustürmen. 36 das erste Mal und 36 das zweite Mal. Ich eröffne das Feuer. Ja, warte kurz. Und aus den anderen Häusern strömen ebenso welche. Ihr könnt sehen, dass die ersten Symbionten, die können hier auf alle Fälle jetzt gleich Tordal angreifen. Und die anderen werden die ganze zweite Aktion laufen. Denn die haben dann zwar keinen Angriff mehr, aber... Jeder welche in meinem Flammenkegel. Diese drei laufen tatsächlich in die Flammen rein. Also die kommen aus diesem Haus hier. Und die können in den Flammenkegel reinlaufen. Ansonsten bist du jetzt gemeinsam mit Tordal in einer Horde von Symbiontenkriegern eingeschlossen. Und es kommen viele weitere auf dich zu. So, möchtest du deinen Flammenwerfer auslösen? Die drei könntest du auf alle Fälle wegbrutzeln. Auf jeden Fall. Nehme ich dir in der direkt vor mir steht, die zwei eigentlich auch, oder nicht? Nee, die nehme ich dir nicht weg. Aber die drei hier. Die anderen nicht. Gut, dann wollte Octavius jetzt vorziehen. Ja, also ich mache genau dasselbe, was Ifrit auch gemacht hat, ne? Also Feuerbereitschaft. Mhm. Und ich baller hier auf die da. Diese hier. Weiter rechts. Ja, genau die. Ja, okay. Dann stirbt jetzt Ifrit. Tora macht ein Sprungmodul.
Es ist nur Platz für einen Devastator. 90. Ja, super. Zwei Treffer, ganz toll. Schicksalspunkt? Naja, ist eine gute Idee. 95. 80, das 80, wird nicht besser. Sind okay, 4. 3, 4? Okay, dann nehme ich die 1, 2, 3, 4. Die nehme ich dir weg, alles klar. Nee, Quark sind... Warte mal. Also ich habe 91 und... das ist ein Zusatztreffer. Ja doch, es sind 4 Treffer, ja. Ja, okay, hab die 4 weggenommen. Dann nach Tordal ist Gabriel. Du bist hinten stehen geblieben? Ich wollte meinen Zug auch noch tätigen. Achso, ja, genau. Gabriel, bist du hinten stehen geblieben oder wo bist du? Ich sehe schon, dass das vorteilhaft von mir ist, hier hinten stehen zu bleiben, aber eigentlich hätte ich das nicht gemacht. Okay, dann zieh dich an das Haus an oder so. Ja, ich bin schon bewusst hinter den beiden geblieben. Gut, ich wollte nur wissen, wo du stehst. Auch vorher schon. Tordal. Ich wollte nur wissen, wo du stehst. Okay. Tordal. Ja, ne, also dann kommen ja die netten Gefährten zu mir und ja, ich würde dann loslegen um mich herum und Bruder Ifrit die Schneise schlagen. Mhm. Also ja, du willst nicht die jetzt an dir dran sind, sondern die an Ifrit dran sind. Genau, die beiden als erstes und da ich ja sowieso drei vier Stück, ne? habe, insgesamt 4 Aktionen, also 3 mit der Haupthand, eine mit Nebenhand, würde ich da definitiv einfach auch loslegen. Ich würde einfach 4D100, ich denke mal, das ist dann... Ja, genau, weil die wehren sich halt auch nicht wirklich... Es sind auch nur Horde, es ist ja kein Elite-Gegner, dementsprechend, wenn du deinen triffst, brauchst du auch keinen Schaden auswürfeln, Da kommst du sowieso durch mit deinen... Es treffen alle. Alle, alles klar, dann nehme ich 4 Stück weg und wir machen... Ich stelle dich dann aber auch hier ran. Ja,